Hallihallo, da sind wir wieder. Hallo. Sind wir wieder, es ist Tag geworden. Ah, einen Alter, erfreulichen Silberfisch, Nachmittag. fick dich, geh weg doch, An einem Mann. erfreulichen Nachmittag. Ihr seid wahrscheinlich, wenn ihr noch jung seid, gerade von der Schule gekommen. Alter, Natürlich, noch was macht ihr als einer. erstes? Kunstvideos gucken. Na, würde ich auch machen. Wenn Werd ihr hier euch fragt, was angegriffen. hier gerade für komische Strahlen von der Luft runterkommen, Mein die jetzt Arsch weg hier. sind, ich weiß auch nicht, von wo die sind. Die kommen einfach mal. Mit ein paar Schäfchen. Gar nicht. Ich habe allerdings kein Schwert. So, ich gehe jetzt erstmal Steine abbauen. Ich auch. Wurde hier gerade von Silberfischen attackiert. Für was braucht man denn eigentlich eine Schaufel? Schon wieder! Es kann ja wohl nicht wahr sein. Na, Sand abbauen, Erd abbauen. Stimmt. Kies abbauen auch, okay. Yes. Wurzeln wir uns einfach, wie viel Stein brauchen wir denn? Bisschen was, wa? Genug! Genug! Aber gibt's eigentlich eine Steinrüstung? Keine Ahnung, probieren. Glaube Oder nicht. fängt die, das fängt glaube ich mit Eisen an. Ja. Ich glaube auch. Ja, du kannst natürlich so Fell und so ganzen Scheiß verarbeiten. Ach, so ein Schnickschnack. Ja, haben wir noch nicht mal. Das ist Oh, da richtig, aber ich drüben im sag immer. Dorf stehen viele Schafe. Naja, wir können uns dann ja irgendwann mal eine Farm bauen. Eine Schokobo-Farm. Die ist halt Die so sind ja cool. unwichtig. Was? Die sind nicht Schafe und unwichtig, sowas. sag mal. Ich habe übrigens letztens bei PietSmiet gesehen, dass sie ihren Server Ja. gecrashed haben. Halb mit Schokobos. Es gibt Wieso haben nämlich die auch im angefangen? Nether gibt's rote Schokobos und die fliegen unfassbar schnell und dauerhaft. Ja. Da haben die. Das ist aber auch neu. Ja, da haben die drei mitgenommen. Und. Ja, sind dann halt durch die Kante geflogen und da musste sich die Welt so schnell laden, dass der Server übelst hart geleckt hat. Und Ja, da musst du dir Schokobos vorstellen, sind was die vom gefährlich. Server haben. Ja. Bestimmt so ein Grandiosen wie wir. Ja, die haben wahrscheinlich auch Jetzt nicht ist gerade einfach mal meine gesponsert. Spitzhacke kaputt. So. So, ich habe ein bisschen Stein mitgebracht. Ich habe ein bisschen. Wie viel Schafwolle brauchen wir für ein Bett? Drei. Eine ist noch bei uns in der Truhe. Guten habe ich genug. Du. Ach, du baust Hab gerade drei. unseren schönen Brunnen aus. Ja. So, nehmen wir uns mal ein bisschen Holz mit. Haben wir irgendeine Truhe? Nee, Ja, war. natürlich haben wir Truhen. Kannst du mir bitte Holz für ein Bett geben? Kann ich. Weißt du, wie man ein Bett baut? Ja. Oder muss ich das jetzt hier suchen? Bett. Ah, Du hier, baust Bett. unten drei Holz und oben drei Wolle. Ein Glück braucht man bei Hexit nicht so. So, ich hab dir ein bisschen Holz hinter dich geworfen. Ne, ich habe eigentlich schon. Egal, ich schuss wieder in die Kiste. Also ich habe jetzt noch zwei Betten gebaut. Ah, ich brauche jetzt Sticks und nicht Holz. Was Sticks brauchst du? Ja, ich baue mal. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. So, ich habe Betten, ich leg mich in die Mitte. Ich baue mal drei Eisenspitzhacken. Das wäre sehr gut. Eisenspitzhacken und Eisen Nicht Eisen, Äxte Stein meine ich. ja, und Steinschwert, weil ich habe gar nichts mehr. Ich bin arm. Ich lieg halt dann vorne dran. So, das. Es ist doch Tag. Ja. Ist ja auch So, Tag. so. Ach, mich riecht das gerade. Nein, jetzt habe ich noch eine. Ach. Jetzt habe ich erstmal noch eine Axt, eine Spitzhacke gebaut. Macht ja nichts. Egal. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 1, 2, 1,3. 1, 2, 2,3. 3. So, haben wir hier irgendwo eine Truhe dafür. Nehmen wir einfach die. Nehmen wir einfach die. So. Nehmen wir mal ein Steinspitzhäckchen mit. Nochmal eins zum Ersatz. Wert. Nochmal zum Ersatz. Na gut.
Thanks. Aber du brauchst gerade einen Brunnen schön. Ja, natürlich. So. Aber wie das fließt, ja. Axt. Muss man da noch gescheit auffüllen, wieder, wenn wir die Möglichkeiten dazu haben. So, was braucht man jetzt? Eisen. Eisen? Wo findet man denn Eisen? Im Berg. Ball. Im Berg. Gehen wir in den Berg. Da oben ist Gold. Da oben ist Gold. Ja. Braucht kein Mensch, aber können wir trotzdem abbauen. Übrigens, was ich gesehen habe, was wir uns unbedingt bauen sollten. Nur Goldfedern. Yes. Wir sind Pelikane neu. Ja, Goldfeder, wieso Goldfeder? Weil die deinen Fallschaden reduziert. Beziehungsweise nicht reduziert, sondern komplett abfängt. Echt? Wie benutzt du die? Das setzt du einfach ins Inventar. Alter, ich komme hier nicht den Berg hoch, gell? Ja, auch nicht. So, hopp, 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 hopp. Kann man Gold nicht mit Steinspitzhack abbauen? Nee. Anscheinend nicht, ne. Wir brauchen erstmal viel, viel Eisen. Ich muss erstmal hier in den Berg reinkommen. Boah, Kies! Hallo? Aber Hint. Himmelst du keine Schaufel? Nee, haben wir auch nicht. Da, ich schon. Schaufel, so ein Schnickschnack. Wir hätten vorhin in den Riss gehen sollen, den wir gesehen haben. Fackeln haben wir übrigens auch nicht, gell? Nee, weil wir kein. Bis jetzt sind wir noch total. Oh, hier ist ganz schön dunkel. Ja, eben. Okay, hier ist schwarz. Schwarz? Naja, halbwegs schwarz. So, jetzt habe ich wieder zwei Schokobos. Schön. Ach, hier über uns ist doch was. Gold, nee, nur schon, das können wir ja gar nicht abholen. Hm, was machen wir da jetzt? Ich hab keine Wir kommen Ahnung. Nicht tief in den Berg rein. Das heißt, wir müssen uns gezwungenermaßen nach unten bauen. Also hier einfach irgendwo nach unten. Ja, hier ist Diamant. Echt? Ja. Das ist echt jetzt ja super optimal ohne Fackel. Aber ja. Wir finden ja auch kein. Was sind denn eigentlich das Weiße hier für Kohle. Blöcke? Marmor, Stein Ach und so. Eisenbrich. Marble heißt das auch. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus zum Hausbauen und Co. Oh, nee, nee. Nähst du denn rum? Ich glaube, bis wir hier mal irgendwas finden. Ja, das die Zuschauer die Season vorbei. Ist schon eh, oh. Season ist eh nach 2 Tagen geendet, weil wir nach 10 100.000 Folgen immer noch genauso equipped sind wie jetzt. Das kann ich mir gut vorstellen. So. Hier gibt's nicht mal zu wenig Berg. Mal. Hier gibt's nicht mal Kohle. Hier gibt's nichts an diesem Kackberg, ey. Ich baue mich gerade hier so taktisch rein, damit ein bisschen Sonne reinscheint, aber das war's jetzt auch hier, jetzt wird's wieder dunkel. Redstone habe ich gefunden. Redstone macht immer der Pelikan. Ein Glück habe ich Schwätzung gefunden, weil jetzt ist ein bisschen Licht hier drin. Wie der da sitzt. Mega cool. Ja, Pelikan, der gab es davor noch nicht. Na, guten Tag, Herr Pelikan. Wie lange ist es eigentlich her, als wir Hexit gespielt haben? Keine Ahnung. Sommer letzten Jahres? Oder noch länger? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen Sommer. Das Gute ist, ja. Es wird schon wieder Nacht. Ja. Was haben wir am heutigen Tag erreicht? Nichts. Nichts. Wir befinden aber. Ich habe Stein und Mass. Ja, das stimmt. Marble habe ich auch. Sieht sehr schön aus zum Bauen, muss ich ehrlich sagen. Sieht richtig Hier schön aus. Da ist Kohle und da ist Redstone. Oh, Kohle ist doch super. Und Kohle ist da noch viel mehr. Ah, das ist. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich bring erstmal Marble Cup und
Oh, dieses Licht vor unserer Tür ist Wahnsinn. Meine Neidblume ist echt alle. So, ja, ich würde halt sagen, dass wir schlafen gehen, aber ihr seid ja nicht da. Komm mal. Ich brauche noch einen Moment. Egal, ich komme jetzt zurück. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Oh, egal, ist nur ein Skelett. Oh, jetzt aber, jetzt sind hier aber viele Viecher. Viele Viecher? Kommt Doppel-W. Auf nach Hause, wo ist zu Hause? Ich weiß es gar nicht. Ach, hier. Da drüben ist ein übelst cooles Steinding. Und hier kommen die ganze Zeit irgendwelche roten Strahlen von der Decke. Oh, da ist ein Skelett mit Goldrüstung. Guten Tag. Guten Tag. Auch bei mir ist gerade kurz was Enderman-Geräusch. Wer guckt denn wohl gerade von euch an? So, guten Tag, das ist wieder hell. Na, Band. Na, oh. Band. Guck mal, komm mal mit hier hinter, Kyros, der Stein. Warte. Was du die Spitzhacken rein? Ah, hier ist noch eine. Gut, ich komme. Who are you? Na, hier. Beat! Beat! Ich frage mich, was der Stein hier bringt. Guck dir den mal von vorne an. Es ist doch hier. Geralt. Ja, McDonalds. Geralt McDonalds. McDonalds Braue. Ja. Ach so. So, hier ist jetzt übrigens. Der hat sogar eine eigene Skulptur. So ein Crank. Kohle ist hier nicht mehr, gell? Nee. Aber hier nee. Weiter nach oben ist noch Rotstein. Rotstein ist immer gut. Aber dafür brauchen wir erstmal Eisen. Wir finden echt kein Eisen. Wir finden alles außer Eisen. Das sind wir auch wieder nicht. Wir finden gar nichts außer Eisen, Kohle und Redstone. Wieso? Hast du schon mal Eisen gefunden? Ich finde gar nichts außer Eisen, Kohle. Ja. Oh ne, doch, ohne Eis meine ich. Außer Kohle, Redstone, Marble Stone, Erde, Stein, Dreck, blablabliblablub. Na, immerhin ein bisschen Kohle, was. Was ist denn hier noch oben am Berg? Ich kann es nicht erkennen. Kohle, Rotstein. Ich denke jetzt bestimmt viele wissen. Wir haben die deutsche Übersetzung. Deutsche Super Übersetzung von Minecraft. Rotstein. Ich weiß gar nicht, heißt das überhaupt Rot? Oh. Was ist denn hier los? Dreh dich mal um, ist hier irgendwas? Ich sehe hier nämlich nichts. Hier ist Gold und da ist eine Hülle drunter. Ja, weil ich Helligkeit hochgestellt habe. Komplett alles schwarz, aber volle Bude schwarz. Dann nimm den Trick von mir, stell Helligkeit auf 80-90% und dann geht das auch in Höhlen. Und dann ist es, weil du weißt, bei YouTube ist sowieso alles dunkler. Dann ist es für die Zuschauer ein bisschen angenehmer. Ah, jetzt erkennt man hier was. Ja. So, ich würde sagen, ich baue mich jetzt erstmal auf den Berg hier hoch. Ist auch so richtig. Machst du das richtig? Bin ich mal gespannt, was Sukram dazu sagt, wenn Sukram mitspielt. Übrigens, Sukram wird auch mitspielen. Macht er. Warte. Ihr werdet es nicht glauben, aber Sukram brauchen wir unser Stein. Wird sich dazu überwinden. Mit uns Minecraft zu spielen. Ja, ich habe gehört, du hast ja die letzte Aufnahme sicher alleine gespielt. Ja. Weil Sukram gesagt hat, der muss jetzt noch irgendwas gucken. Was er mit irgendwas meinte, das ganze euch überlassen. Ich muss noch irgendwelche Videos auf irgendwelchen dubiosen Inhaltsseiten gucken. Guck mal, hier ist Kohle. Perfekt gebuddelt, Junge.
Ja. Das ist so krank. Der sagt dann auch, ich muss irgendwas gucken. Ja. Noch unauffälliger geht's nicht. Ja, ich gucke jetzt noch irgendwas. Ja, das ist zu Nehmen wir geil. eine Runde auf. Nee, ich gucke jetzt irgendwas. Tja, das ist halt Zugkram, gell? Was kommt, geht's nicht so gut. Nee, Zugkram geht's nicht so gut. Ich glaube, mir ist gerade Kohle runtergefallen. Echt? Gibt's doch nicht. Zugram schreibt morgen Prüfung. Also Zugram schreibt morgen Nachprüfung, weil er in der Hauptprüfung durchgeflogen ist und hat aber bis jetzt noch nichts gelernt und ist schlafen gegangen. Sehr gut. Das wird was. Wenn ihr mal gute Studenten sein wollt, dann werdet sowieso Kram. Ja. Best Der macht's richtig. Student ever. Mein Lieblingsstudent. Ja. Ich wäre nicht so viel erzählen, aber Sukram musste heute nämlich zum Arzt. Er hat gehofft, dass er eine Krankschreibung kriegt, dass er nicht zur Nachprüfung muss. Kriegt er aber nicht, oder was? Nee, die Ärztin hat gesagt, er kann Geht schon. trotzdem hin, weil hätte er bei der Nachprüfung gefehlt, hätte er nächstes Jahr erst Prüfung machen müssen. Das wollte er eigentlich. Vor allem Sukram ist bestimmt so einer, der dann noch hingeht und sagt, ich möchte, mir geht's nicht so gut, ich möchte bitte für morgen krank sein. Oder krank geschrieben werden, weil ich da eine Prüfung schreibe. Ja, natürlich. Ach nee, Redstone kann man wieder nicht Nee, abbauen. nee, Sukram hat, geht's ganz schlecht, er hat gesagt, heute Nacht nicht schlafen, weil er nicht atmen, nicht richtig atmen konnte und bla bla bla. Interessant. Ja. Da war ich zum 10. Mal wegen den Dingen zum Arzt und da hat die trotzdem gesagt, nee, kriegst keine Krankschreibung. Sollte sich mal einen anderen Arzt suchen. So, ich habe jetzt in meinem Zum Inventar Beispiel 44 Kohle. Doktorpille. Best Arzt ever. Das stimmt. Hast du mal hier irgendwo Eisen gescoutet? Nee, ich habe nirgends bis jetzt Eisen gesehen. Hat jemand von euch, wisst ihr, in Hexit ist doch eigentlich Eisen und Diamant sehr häufig. Ja. Könnt ihr uns doch bitte verraten, warum wir kein Eisen und erst recht kein Diamant finden? Erstmal das Wasser hier weg. Genau, mal ist mein Sauce hier weg. Was haben wir denn hier? Noch mehr Redstone. Ich weiß schon perfekt, wie wir dann das Gruppenfoto machen. Beim Sonnenaufgang vor unseren schönen neuen Brunnen. Ja. Die kann ich ja machen, ich habe ja auch Shader an. Wird Joe an deiner Stelle machen. Wie blendet man was? Das Hut aus. Hast du Wie eine setzt. Spitzhacke? Ja, wie setzt man den Hut nochmal ab? Dann bau mal weiter nach oben. Was? Wie Wie man war? den Hut nochmal absetzt. Den Hut? Irgendeine F-Taste. Ja, da drücke ich F9. Da geht's Spiel aus. Das kann Ich natürlich hasse, passieren. ich muss sagen, wer hat sowas erfunden? Ich hasse es so. Shortcuts, dass das Spiel sofort beendet wird. Keine Ahnung. Wo nicht so nah ran. Nicht so nah ran. Wer hat die ganze Zeit, wer hat das erfunden? Per Tastendruck ohne Vorwarnung Spiel beendet. Vor allem, wenn du auf Beenden drückst, fragt sich ja selbst immer noch. Möchten Sie Ja. wirklich beenden? Das CSS besser, weil CSS ploppt da wenigstens auf. Du hast CSS ist da wie Windows Vista. Sind Aber Sie sich sicher? Sind Sie sich Windows wirklich Vista sicher? fragt ja für die Sicherheitsfrage auch nochmal nach, ob du sicher bist, dass du die Sicherheitsfrage. Unten ist nochmal Kohle. Gut. Pass auf, ich zeige dir. Folge mir unauffällig. Das sind Anekdoten aus dem Leben eines Geronimo Röders. Ja, den Namen. Gell, Novo? Geronimo Röder. Das ist total herrlich. Ja, ich hab. Bei uns ist ja morgen Bauarbeiten. Weil wir so Hightech-Stadt sind. Und da habe ich mir gedacht, da lade ich Start. mir. Dann nehme ich mir mal so lang die ganzen Pen and Paper Folgen. Guck dir dann morgens so lang an. So eine gute Beschäftigung. Ja, ich habe eine Ja. viel bessere Beschäftigung. Weil es gibt keine bessere Beschäftigung als Geronimo Röder zuzugucken. Ich habe mir letztens alle Pokémon-Folgen, alle Pokémon-Filme gekauft. Das auch, hallo, alle Pokémon-Filme sind auch nicht so cool wie Geronimo Röder. Pokémon ist mega cool.
Aber Ich nicht besser als. wette, ich kenne die neuen Pokémon dann gar nicht mehr. Ich kenne die auch nicht. Aber es kann nichts. Es ist kein Format lustiger und besser als Format, wo Geronimo Röder dabei ist. Es ist blöd, wenn man sich in echt gefühlt quer über den Stuhl legt, aber trotzdem nicht um Ecken gucken kann, so wirklich. Da hat Lea gedacht, ich kann mich mal auslachen, weil ich das auch gemacht habe. Was? Na, ich weiß nicht, welches Spiel das war. Auf jeden Fall stand ich irgendwie niedrig und dachte, ich kann, wenn ich mich hochbeuge, über die Mauer drüber gucken. Ach so. Ich Guck mal weiß da jetzt drüben gerade auch ins nicht, Gold. welches Spiel das war. Stehst mir nur gerade im Weg, ich kann es nicht erkennen. Ich überlege gerade, aber nein, Ich ich komme weiß nicht auch drauf. nicht. Ich weiß Gold, nur, dass es höher Redstone. gucken war, dass du das dann selber auch gemacht hast. Ein paar Minuten später. Ist Oculus Rift schon besser, gell, oder so. Ja, das stimmt. Wieso ist denn hier Übrigens, nur kein Eisen, Alter? Top Da News, drüben ist ein die, wenn Pokémon. das Video rauskommt, nicht mehr Top News sind. Oculus Rift ist ja so ein Zwiespaltprodukt, weil kein großer Entwickler will das für entwickeln. Und jetzt hat aber Sony so ein Ding Wird schon auch wieder finster. rausgebracht. So ein Virtual Reality Ding rausgebracht und Sony will dafür auch extra so Spiele rausbringen. Oh, ich hasse Sony, ey. Nee, wenn man jetzt mal denkt, Oh, Sony. nee. So, jetzt denkt man so, Sony, was haben die für Spiele? Ja, was haben die für Entwickler? Naughty Dog? Was sagt man zu Last of Us, Uncharted und Co.? Ich hab noch nie Also, Last of oder Us gespielt, schrägstrich Uncharted. Beyond Two Souls und so. Jetzt, also muss schon Beyond sagen, Two die haben Souls schon habe ich auch jetzt. noch nicht gespielt. Ja, du hast doch keine Ja, PS3. das ist das Problem an der ganzen Sache. Und wisst ihr, Last of Us kam vor einem Jahr raus und kostet jetzt bei GameStop gebraucht 50 Euro. Die haben einen Tag in der Latte. Die haben aber volle Wut in Als an der Latte. Steam Sale, Kommt man überein. heißt. Man heißt ja nicht mal mehr PCler, man heißt eigentlich nur Steam Sale Käufer. Das stimmt. Als Steam Sale Käufer Steam ist Sale man Käufer ist ein gutes 50 Wort. Euro für ein Jahr altes Spiel. Das muss man sich mal auf Gäb's. der Zunge zergehen lassen. Also, aber da muss sagen, Sony hat halt Glück, weil die haben halt sowas wie Steam nicht. Das heißt, die haben nie Konkurrenz. So andere Spiele, die es halt auf PC gibt, die müssen halt da ein bisschen da. Weißt du, was ist lustig ist? Beyond Two Souls kam ja erst im September oder so raus, gell? Ja. Und kostet gebraucht nur noch 30 Euro, hat. Als es rauskam, hat 70 Euro gekostet, kostet jetzt, ein Dreivierteljahr später, 30. Last of Us, als es rauskam, hat 60 gekostet, kostet ein Jahr später 50. Gebraucht. Also da Irgend läuft irgendwas sowas falsch, oder? macht's. Das ist halt das Glück von Naughty Dog, Sony, was auch immer, dass die halt Steam Sale nicht haben. Da hast du wahr. So, was braucht man denn für Fackeln? Was denn du? Was ist Nicht? Hä? Fackel? Wie schreibt man denn Fackel? CK? Nichts? Schreibt Fackel ernsthaft mit CK? Hört man Fackel nicht mit CK? Steinwerkzeuggriff. Man braucht doch keinen Steinwerkzeuggriff für eine Fackel. Wie schreibt man denn Fackel? Mit CK, ja, Ja. war mir doch klar. Wie hast du das geschrieben? Mit, am Nur Anfang mit. mit K. Ja, die schreibt man auch mit K. Aber mit CK. Hey, man braucht doch keinen Steinwerkzeuggriff für eine Fackel. Was erzählt mir hier Minecraft? Genau so heißt das Spiel. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber erstmal ein kurzes Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge. Oder nicht? Würde ich auch Ja. sagen. Also, liebe Zuschauer, bis zur nächsten Folge. Bis dann, Bis. tschö. Tschüss.